Roblox, aber jede Sekunde springe ich einen Zentimeter höher. Und weil ich die Aufnahme vorbereitet habe, bin ich bei 220 schon. Das sieht ungefähr so aus. Ist aber noch gar nichts im Vergleich zu dem, was ihr am Ende des Videos erwarten wird. Deswegen schaut bis zum Ende, bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß mit dem Video. Und da sind wir auch schon, denn es wird auf jeden Fall sehr gefährlich. Ich werde jede Sekunde einen Zentimeter höher springen. Und wenn man jetzt hier mal schaut zu den anderen. Alter, da ganz oben beim Grün ist jemand, der ist richtig hochgesprungen. Wir sind aktuell nicht so hoch. Das ist absolut gar nichts. Wie gesagt, ich muss jetzt einfach nur abwarten und jede Sekunde springe ich einen Zentimeter höher. Wir sind bei 260. Ich kann mir hier auch kostenlose Geschenke und tägliche Belohnungen abholen. Das werde ich natürlich jetzt einmal machen. Oder auch nicht. Und vielleicht, Leute, werden wir hier auch den ein oder anderen Euro ausgeben, damit ihr es nicht müsst. Möchtest du am Rennen teilnehmen? Ich meine, ja, okay, ich bin jetzt noch ein Noob. Wir machen aber trotzdem mal mit, um zu sehen, wie gut die anderen sind. Und dann werde ich mich auf die Arbeit, an die Arbeit machen und richtig, richtig hochspringen. So, das ist jetzt das Rennen hier, okay? Ich bin gespannt, wer also wahrscheinlich als erstes oben ist. Und es geht los. Ja, ich habe ja gar keine Chance. Ah, man kann... Ah, ich check. Man kann hochspringen. Ja, für mich ist hier schon Ende. Ich bin zu klein für diese Stufe. Vielleicht jetzt mittlerweile? Ah, nee, es ist schon eine Person drin. Rennen beenden. Schade. Aber was wir machen können, Leute, wir können springen. Und anstatt einfach wieder runterzufallen, wie ich es sonst gemacht hätte, kann man hier auf diese kleinen Erhöhungen gehen. Bup, und jetzt steht man hier. Das Ganze kann man wiederholen. Ist also noch höher. Dann kann man das Ganze nochmal machen. Ist noch höher. Bin ich der Einzige, den das stört, dass hier überall auf dem Bildschirm Sachen stehen. Man sieht kaum was vom Spiel. Liegt aber nicht an mir. Wir sind jetzt hier gefangen bei dem rosafarbenen. Hier haben wir einen Gegner, Leute. Er hat 366, wir haben 340. Das heißt, er ist uns 20 Sekunden voraus. Kommt aber trotzdem nicht hoch. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen hier ein kostenloses Geschenk mit. Plus 100. Ciao. Er hat es auch geschafft. Und das nächste auch? Nein, das nächste hat er nicht geschafft. Ich aber. Let's go. Plus ein Sieger. Okay, wir sind ganz oben angekommen. Fangen von 0 an. Wir sind jetzt bei 8. Schaut mal. Leute, seht ihr das? Das ist, wie hoch ich aktuell springe. Wenn ich jetzt aber ein paar Sekunden warte, sieht die Welt schon ganz anders aus. Und wir haben gerade gelernt, bei so 400 ungefähr schafft man es, einen neuen Sieg zu erlangen und einmal durchzugehen. Täglicher Spin. Komm, machen wir. Und was kriege ich, was kriege ich, was kriege ich? Ganz oben steht es. Plus 10 Gewinne oder plus 100? Plus 100 springen. Oh, ist okay, kann man mal mitnehmen. Plus 100 sieht dann jetzt so aus. Bis zum Ende reicht es noch nicht. Wir brauchen nämlich 400, wir sind bei 180. Was können wir denn hier noch machen? Denn hier könnt ihr es sehen. Bei einem Sieg kann ich den Erdturm verwenden. Wir sind aktuell bei 1, ihr seht es oben. Hätte ich aber 5 Siege, dann könnte ich den roten Turm bezwingen. Und der sieht so aus, ziemlich hoch. Und hätte ich 125 Wins, dann könnte ich sogar diesen einfachen Turm hier besiegen. Habe ich aber nicht, denn wir müssen uns weiter hocharbeiten. Nächster Step ist hier ab 4 Wins der Obby Tower. Um den aber zu machen, brauche ich 4 Wins. Bisher haben wir einen, deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg nach oben. Okay, jetzt sind wir hier, wo wir vorhin auch schon stuck waren. Die Person neben mir aber auch mit 350. Wir müssten irgendetwas jetzt tun. Moment mal. Geschenk. Plus 250. Boom. Oh mein Gott. Let's go und ciao. Weiter geht's. Wir haben den zweiten Win. Bam. Okay. Was ist denn ein Rückwärtssprung? Ja, vielleicht kaufe ich mir auch gleich noch was. Ein fliegender Teppich. Ist das nicht voll OP? Aber wir sind wieder am Anfang. Schaut euch das an. Wir jumpen wieder sehr, sehr wenig nur. Ungefähr so wie Stani, würde ich mal schätzen. Wenn er im Real Life springt, springt er ungefähr so hoch. Anders als ich, denn ich springe so hoch. Und falls euch wundert, warum ich jetzt auf einmal so... Oh mein Gott, in einem Rutsch. Nein, ganz knapp. Falls euch wundert, warum ich jetzt 800 Sprung habe. Ich habe mir kurz unten was zu trinken geholt. Und das hat ausgereicht, um jetzt hier 870 zu haben. Wir holen uns jetzt den dritten Sieg. Und jetzt kann ich euch etwas zeigen. Das ist nämlich die Verlockung in jedem Roblox-Game. Hier kann ich mir nämlich Eier zum Öffnen holen. Ich könnte hier einen Sieg ausgeben und mir hier ein Ei holen. Oder sogar 2 Siege ausgeben, um ein Starter-Ei zu bekommen. Und jetzt ist die Frage, soll ich das tun? Dann verliere ich ja die Siege.
die ich mir gerade erspielt habe. Ich könnte jetzt natürlich auch weitermachen und zum Beispiel hier den Obby Tower machen und dort bekomme ich 4 Siege, wenn ich den gewinne. Und hier vorne habe ich auch noch etwas gesehen, und zwar den Mond. Was ist das denn heute? Beende den Turm. 4 Siege. Oh, Alter. Der Turm ist ja übelst krass. Ich würde aber sagen, oh, wie teuer ist das hier? 8 Siege. Wir machen mal ein Ei auf und schauen mal, was passiert. Wir werden jetzt hier mal eins holen. Okay, wünscht mir Glück. Okay. Haustiere. Plus 3? 3 ist jetzt, also 3 Sprünge ist halt nicht so viel. Ich glaube, wir müssen dieses Ei hier nochmal holen. Hey, bitte, 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 bitte. Selten. 5%. Okay. Ausrüsten. Und jetzt? Bam. Weiß ich jetzt nicht, Leute. Hat mir nicht so viel geholfen. Außer, dass ich die Siege verloren habe. Ich hole sie mir zurück. Denn 105 Siege später sieht die Welt schon ganz anders aus, Leute. Ich habe 5000 Sprung, was ungefähr so aussieht. Bam! Sprung stoppen. Jetzt kann ich hier runterfallen und ganz einfach bam. Und ich spawne schon mit 3000 Sprung. Das heißt, ich könnte das unendlich lange wiederholen. Einfach den Sprung stoppen, fallen lassen. Aber Leute, das hier ist ja für Anfänger. Wer wirklich hoch springen will, der geht an diese Wand, Leute. Naja, so schwer war die jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Oh, warte mal. Oh, oh. Ich glaube, die ist doch gar nicht so einfach. Landen. Springen. Wo ist das Ende? Hier hinter. Okay. Boom. 5 Siege mehr. Wer aber wirklich hoch springen will, der geht zu diesem Turm. Einfacher Turm. Abonnement erforderlich. Nee, das will ich nicht. Sorry. Dann werde ich wohl zum Mondtower gehen können, denn gerade eben haben wir uns ihn angeguckt. Oh, das Rennen. Na klar bin ich dabei. Beim Rennen bin ich sowas von dabei. Moment mal, Leute, wir machen gleich den Mondturm. Aber beim Rennen mit 8000 Sprungkraft bin ich natürlich dabei. So, aus dem Weg, Leute. 15 Sprungkraft, hä? Die kommt ja gar nicht hoch. Oh, nee, und der hier mit 100. Oh, nee, Leute, schaut mal. Und da springen sie. Okay, viel Glück, du da oben, ja? Du wirst es schaffen. Soll ich mal springen, Leute? Na gut, ciao. Die können das ja gar nicht schaffen. Die kommen ja gar nicht so hoch. So, zack. Und muss den Sprung gleich schon stoppen, weil ich glaube, ich sonst zu doll bin. Oh mein Gott. Ja, das war's. Und wer gewinnt das Rennen? Natürlich King Candy. Number one. Was habe ich dafür jetzt bekommen? Steht hier nicht. Okay. Dann warten wir nochmal 20 Sekunden ab, bis das Rennen vorbei ist. Und vielleicht holen wir uns jetzt hier noch einmal Eier, die wir öffnen können. Und mit etwas Glück, zum Beispiel hier für 5 Siege, 3 Stück holen wir. Und was ist drin? Bitte, bitte, bitte. Nein. Bitte, bitte, bitte. Nein. Bitte, bitte, bitte. Nein. Bitte, bitte, bitte. 300 Siege habe ich gerade fürs Rennen bekommen. Da werden wir jetzt immer Rennen machen, hä? Nur Müll. Komm, bitte, bitte, bitte. Okay, ich glaube aber hier beim Mond gibt es sogar was noch Besseres. Für 8 Siege. Episch. Komm schon. Nein. 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 Ey, was soll das denn? Nein. 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 Och, Mann, nein. Ah, let's go. Wir haben was Episches bekommen. Okay, was macht das Ding? Episch? Plus 90? Leute, ich habe einen Legendären, der plus 3000 gibt. Aber okay. Am besten ausrüsten. So, cool. Wir sind bei 41.000. Ich kann easy hier diesen Turm machen. Erde, Lava. Wir gehen jetzt mal zu Lava. Seh, oh mein Gott, ja. Ja, hier geht's weiter. Let's go. Episch, first try. Ich könnte jetzt hier auch eine Wiedergeburt machen. Plus 10%. Wir warten nochmal. Wir schauen mal, wie weit wir jetzt hier kommen können. Ich laufe mal so weit ich kann. Schnee. Ja, Schnee ist schon Ende. Für 80 Siege. Ja, ich werde eh gleich verlieren bei der Wiedergeburt. Deswegen nehmen wir hier nochmal alles mit. Göttlich. Alter. Bam. Nochmal. Okay, ich brauche 25 für die Wiedergeburt. Leute, wir machen das jetzt hier richtig schlau. Ich jump hier nochmal mit 50.000. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe eine sehr, sehr gute Taktik mir überlegt. Wir werden hier dieses einmal abschließen. Das ist tatsächlich ganz schön hoch. Sehr ehrlich hoch. Junge, das ist ja komplett hoch. Kostenloses Geschenk. Kann ich hier gleich abholen. Mache ich aber noch nicht. Erst, wenn ich wieder mich auf 0 resettet habe. Alter, wie hoch ist das? Vielleicht ist das doch eine Nummer zu groß für mich. Vielleicht sollte ich die neuen Haustiere ausrüsten, die ich gerade bekommen habe. 2000. Am besten ausrüsten. Okay.
Wow. Ich werde gleich komplett, wenn ich jetzt hier die Wiedergeburt mache, von Anfang an richtig, richtig hochspringen können. Aber ich check nicht, wo das Ende sein soll. Okay, gefunden. Plus 80 Wins. Jetzt kann ich hier noch einmal ein Ei öffnen. Göttlich, let's go. Und wir brauchen für die Wiedergeburt jetzt 25. Ja, machen wir. Zack, wir sind wieder bei 0. Gehen an den Anfang, werden die besten Haustiere ausrüsten. Und wir starten schon mit 9000. So, jetzt mit diesen 9000 kann ich einfach zum Mond gehen. Direkt mal einen krassen Jump machen. Ja. Und wenn ein Rennen ist, werde ich natürlich immer beim Rennen mitmachen. Für die nächste Wiedergeburt brauche ich 50. Okay, wir werden jetzt auf 50 Wins uns hocharbeiten und dann die nächste Wiedergeburt machen. Und ein kostenloses Geschenk habe ich auch noch. Plus 1000 Sprung, fair. Okay, das war jetzt keine Challenge. Wir gehen mal weiter. Hier kriege ich 10 Wins. Nein, 20 Wins. Soll ich es versuchen? 50 brauche ich. Ich müsste das nur zweimal hier schaffen. Ist schaffbar. Okay. Wir holen jetzt hier nochmal, bis wir 50 Wins haben. Gehen wir nämlich jetzt hier auf dieses Level. Und dann kann ich noch eine Wiedergeburt machen. Dann bin ich schon Stufe 2. Wiedergeburt 2. Und jede Wiedergeburt bringt es, dass ich wieder 10% höher springen kann. Oh mein Gott, das war knapp. Schaffe ich jetzt bis zum Ende? Bis zum Ende? Bis zum Ende? Nein! Nein! Oh Mann, ey. Okay, jetzt aber 20 Wins in unsere Tasche. Boom. Das Ganze werde ich jetzt nämlich nochmal machen. So, und nochmal. Jetzt habe ich genug und kann die nächste Wiedergeburt machen. Let's go. Denn ich habe 0 Siege aktuell, bin aber Wiedergeburt Nummer 2 und könnte jetzt für 100 Siege die nächste machen. Und jetzt würde ich sagen, versuchen wir mal was anderes. Nämlich werde ich auf ein Rennen warten, damit ich natürlich beim Rennen wieder gewinnen kann. Aber hier ist einer mit 9 Millionen. 9 Millionen Jump hat der und der hat hier 90.000. Wenn die mitmachen beim Rennen, dann ist komplett Feierabend. Hier ist ein Obby-Tower. Aber Obby-Turm, warum Obby? Ich glaube nicht, dass der so schwer ist. Naja, ich muss einfach nur geradeaus laufen. So, Obby-Tower, erledigt. Doch nicht. Aber jetzt. Der ist nämlich nicht so schwer. Ich muss hier zum Mond gehen und dann immer geradeaus laufen, bis ich dort nicht mehr weiterkomme. Und ich hatte Schwierigkeiten hier. Das ging noch, aber ich glaube, Blume würde ich vielleicht noch schaffen, aber das hier würde ich so aktuell nicht schaffen. Ich brauche dafür richtig, richtig viel Sprung. Und viel Sprung bekomme ich, indem ich diese Eier öffne und krasse Tiere bekomme. Wie kriege ich jetzt krassere Tiere, Leute? Ich muss ein Rennen gewinnen, dann kriege ich sehr, sehr viele Siege, kann sie hier ausgeben und dann kann ich höher springen. Denn hier hochspringen dauert richtig, richtig lange. Ich kann das jetzt mal machen und mal Zeit stoppen. So, ich habe eine Stoppuhr und Start. Und Abbruch, ein Rennen. Ein Rennen wird gestartet. Ich schaffe es in der Zeit nicht hoch. Ich war schon bei einer halben Minute. Ich bin nicht mal zur Hälfte oben. Also ich hätte mal so ein, zwei Minuten dauert das. Aber egal, Leute. Das wiederhole ich gleich. Jetzt bin ich bei einem Rennen. Okay, wie viel Sprung haben die? 11 Millionen? 11 Millionen? Ja. Ciao, Leute. Das war's. Kann ich wenigstens Dritter werden? Nein, ich habe mich verklickt. Oh, nee, ne? Oh, nee, ne? Ich wollte den Sprung abbrechen. Ich habe das Rennen abgebrochen. Ja, guten Morgen Deutschland. Weiter geht's. Okay, die Stoppuhr sagt, 1 Minute 20 habe ich gebraucht, um hier hochzukommen. 1 Minute 20 für 80 Wins. Soll ich jetzt die nächste Wiedergeburt machen oder ein Ei öffnen? Ich würde sagen, ich mache die Wiedergeburt. Obwohl, wenn ich jetzt Glück habe und das 1% Monster bekomme, habe ich das schon einmal? Nein. Wenn ich das bekomme, dann könnte ich hier richtig... Oh, ich habe schon gekauft. Okay, und es ist... Nee, es ist kein 1%-Monster. 8 Haustiere ausgerüstet könnte ich hier kaufen. Oh, da hätte ich schon Lust drauf irgendwie, aber nein. Ich kann hier was basteln. Was soll das heißen? Naja, okay. Ich werde hier nochmal hochspringen. Und jetzt kommt Wiedergeburt Nummer 3? Ist es 3? Ich glaube schon. Und wir sind wieder am Anfang mit 0 Wins. Ich würde sehr, sehr gerne noch... Oh mein Gott, wie hoch springe ich denn? Ich würde sehr, sehr gerne ein Rennen nochmal gewinnen. Da kriegt man mich so viele Siege auf einmal. Komm, wir öffnen jetzt den Ei. Gut Glück. 1%, bitte. Nee. Wenn ich 400 Wins habe, könnte ich ins nächste Level reingehen. Und damit... Dort könnte ich halt noch krassere Eier kaufen, die mir noch heftigere Haustiere geben, die mich noch höher befördern würden. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich würde sagen, soll ich jetzt einfach mal bis 400 Wins jetzt hier durchgrinden und dann gehen wir ins nächste Level? Ja, okay, Leute. Gebt mir 5 Minuten, dann habe ich 400 Wins.
mir war langweilig und ich habe noch mehr, als ich musste. Also 400 hätte ich gemusst, jetzt habe ich 676. Wenn ich jetzt hier schaffe, dann bekomme ich 150 Wins und kann mir für 150 ein Ei holen. Ich hole mir jetzt schon eins. Oh mein Gott, bitte. Oh mein Gott. Warte mal, welches war das? Das für 5%? Ich hole noch mehr. Ich hole so viel ich kann. Die werde ich alle direkt ausrüsten. Let's go. Okay. Schauen wir mal, wie viele die gebracht haben. Haustiere. Ey, die 9 sind gar nicht ganz so oben. Doch, sind sie. Am besten ausrüsten. Oh mein Gott, das sind alles die 9. Okay. Ich habe 50.000 Jump. Und noch ein Geschenk. 10 Sieger. Dankeschön. 150 bekomme ich, wenn ich hier hochkomme. Oh mein Gott. Und ich habe zwischendrin sogar bei einem Rennen bin ich zweiter Platz geworden. Nicht erster. Erster hatte 11 Millionen Sprungpunkte. Ich habe jetzt 50.000. Ich würde sagen, ich werde jetzt dreimal komplett hochjumpen und nochmal Eier öffnen. 77, 78, 79.000 Sprungkraft und ich bin in einem Rennen. Hier sind Leute mit über 1 Million drin, aber ich habe die Taktik, Leute. Ich werde nämlich direkt losspringen. Oh mein Gott, ich bin Erster, ich bin Erster. Ich werde den Sprung vor dem Letzten stoppen. Hier, nein, es war noch zu früh. Ich wurde überholt, aber Zweiter. Zweiter ist trotzdem gut und... Bam, let's go. Zweiter Platz im Rennen und dadurch bekomme ich 260 Siege und damit qualifiziere ich mich fürs nächste Level. Dunkel. Für 300 Wins kann ich hier ein Ei, ein leeres Ei. Ich würde sagen, wir schauen da mal rein. Bitte was Gutes. Göttlich. Ich meine, göttlich sind die alle. Ich glaube, ich habe das für 55% bekommen. 8000 gibt der, glaube ich. Einmal die besten ausrüsten. Ja, 8000. Ich hole nämlich noch eins und dann nochmal zwei hinterher. Ich muss jetzt hier gleich mal hochhüpfen. Die besten ausrüsten. 12.000 bringt er sogar. Okay, fair, fair, fair. 300 Siege bekomme ich, wenn ich hier einmal bis nach oben jumpe. Das mache ich jetzt zweimal und dann holen wir noch zwei Pets. Okay, 300 Siege dazu. Ein Ei öffnen. Bitte was Gutes, bitte was Gutes, bitte was Gutes. Das war nicht gut. Aber egal, Leute. Wir werden jetzt hier die Wiedergeburt machen. Bam. Sind jetzt bei der 5. Wiedergeburt und haben sehr, sehr viel geschafft. Wir haben sehr krasse Haustiere. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, bei wie viel Sprungkraft ihr seid. Ich bin jetzt Grundsprungkraft 36.000 ungefähr durch die Monster hier, die ich habe, durch die Haustiere. Und wir haben 5 Wiedergeburten geschafft. Lasst ein Like und ein Abo da und ich würde sagen, wir sehen uns. Und stopp! Wenn du bis hierhin geschaut hast, dann heißt das, dass du ein Superfan bist. Und für Superfans habe ich super Neuigkeiten. Denn ab sofort habe ich einen neuen Kanal. CandyXXL. Dort kommen lange Videos, welche euch auf jeden Fall interessieren könnten. Aktuell läuft die YouTuberInsel 1. Wenn ihr also die YouTuberInsel 1 sehen wollt und mich unterstützen wollt, dann schaut ihr jedes Video auf dem neuen Kanal bis zum Ende. Danke, Leute. Ciao.